2019 sind wir erstmalig mit der Bahn in den Urlaub gefahren und haben das Auto zu Hause gelassen. Mit dem ICE ging es von unserem Heimatort Braunschweig direkt und ohne umzusteigen nach Interlaken in die Schweiz. Unsere schicke Ferienwohnung bezogen wir in Beatenberg, einem Ort, der nur etwa eine halbe Stunde mit dem Bus von Interlaken entfernt ist. Die Aussicht vom Balkon war atemberaubend und gab den Blick frei auf die drei wohl bekanntesten Berge des Berner Oberlandes. Der erste Ausflug sollte uns nach Wengen führen. Dazu bestiegen wir in Interlaken Ost zunächst die Berner Oberlandbahn, die aufgrund einer Streckenteilung zwei Ziele anfährt, nämlich Lauterbrunn bzw. Grindelwald. Um nach Wengen zu gelangen, nahmen wir die Verbindung nach Lauterbrunn. Auf dieser Strecke befinden sich übrigens zwei Zahnstangenabschnitte. Im Bahnhof Lauterbrunn hieß es umsteigen in die Wengernalbbahn. Die Zahnradbahn wurde bereits 1893 eröffnet. Sie fährt in beschaulichem Tempo von Lauterbrunnen über Wengen und die kleine Scheidegg nach Grindelwald. Insgesamt sind dies knapp 20 Kilometer. Während der Fahrt genießen wir die herrliche Aussicht auf das Lauterbrunnental und die hohen, ins Tal stürzenden Wasserfälle. Wengen mit seinem bezaubernden Flair wartet mit einer Besonderheit auf. Es ist autofrei. Nach dem Trubel auf dem Bahnhof ist es in den Straßen und Gassen herrlich ruhig. Das Dorf liegt 400 Meter über dem Lauterbrunnental auf einem Plateau am Fuße der Berge Eiger, Mönch und Jungfrau. Die knapp 1300 Einwohner leben überwiegend vom Tourismus. So ist es nicht verwunderlich, dass es eine stattliche Anzahl von Cafés, Restaurants, Pensionen und Hotels gibt. Kurze Stippvisite im Wengener Hof. Hier arbeitete Angelika in ihrer Jugend für kurze Zeit als Zimmermädchen. Mit Bekannten, die rein zufällig einen Zweitwohnsitz in Beatenberg haben,
machen wir uns bei schönstem Wetter auf den Weg zum Stockhorn. Die Luftseilbahn führt in zwei Etappen von der Talstation in Erlenbach zunächst zur Zwischenstation Rindi in 1642 Meter Höhe. Von hier geht es dann weiter zur Gipfelstation hinauf auf 2139 Metern. Die Bahn, genauer gesagt die erste Sektion, wurde 1968 in Betrieb genommen, die zweite Sektion dann auch schon ein Jahr später. Vor kurzem, im Jahr 2018, hat man die erste Sektion von der Talstation zur Mittelstation im Wert von 4 Millionen Franken gesamt erneuert, inklusive neuer Kabinen. Durch einen 70 Meter langen Tunnel gelangten wir zu einer freischwebenden Panorama-Aussichtsplattform, die 2013 eröffnet wurde. Unter dem Glasboden geht es direkt 400 Meter nach unten. Von Höhe der Bergstation bis zum eigentlichen Gipfel sind es noch einmal gute 50 Höhenmeter, die überwunden werden müssen. Oben, vom höchsten Berg der sogenannten Stockhornkette, belohnt ein herrlicher Rundumblick über die Berner Voralpen den kleinen Aufstieg. Am Stockhorn kann man herrlich wandern oder einfach nur beschaulich spazieren gehen. Von der Zwischenstation Rindi lädt der Oberstockensee zu einer Umrundung ein. Wer noch größere Strecken zurücklegen will, kann das auf diversen Wanderwegen tun. Einst, so erzählt es die Legende, jagte ein im 6. Jahrhundert lebender Mönch, der heilige Beatus,
einen mystischen Drachen, der in den tiefen Höhlengängen hauste. Hier in den St. Beatus-Höhlen am Thuner See. Der Mönch konnte das Wesen schließlich mit Hilfe seines Kreuzes vertreiben und lebte bis zu seinem Tode in der Höhle. Von dem Höhlensystem, das auf ein Alter von 350.000 Jahren geschätzt wird, sind heute etwa 14 Kilometer erforscht. Der Besucher kann auf einem Kilometer einen Teil der natürlichen Sehenswürdigkeiten entdecken. Eine dezente, ausgeklügelte Lichtinstallation sorgt für eine gehörige Portion Magie und setzt die Hallen, Schluchten, den tosenden Fluss und die Gesteinsformationen aller Art kunstvoll in Szene. Den Pflanzen, die sich hier in den Fels schmiegen, ermöglicht ausschließlich das künstliche Licht ein Leben in den unterirdischen Gängen und Felskammern. Der Fluss, der sich seinen Weg durch die Höhle gebahnt hat, fällt draußen über einen beeindruckenden Wasserfall ins Tal und ergießt sich dort direkt in den Thuner See. Auf dem Weg nach Thun statten wir dem Dörfchen Oberhofen einen kurzen Besuch ab. Wahrzeichen der Ortschaft ist das Schloss Oberhofen, dessen Bau im 12. Jahrhundert, als Bergfried seinen Anfang nahm und im Laufe der Jahrhunderte immer wieder erweitert, aber auch verändert wurde. Man kann das Schloss besichtigen. Wir entschlossen uns jedoch, lediglich durch den schön angelegten Garten entlang des Seeufers zu schlendern. Immerhin ist Thun die 11. Stadt der Schweiz. Sie liegt am Ausfluss der Aare aus dem Thuner See. Und Thun ist die größte Garnisonsstadt der Schweizer Armee. Im Stadtkern laden eine Vielzahl von Cafés und Restaurants zum Verweilen ein. Immer wieder schweift der Blick auf das Schloss Thun, das über den Dächern der Stadt auf dem Schlossberg thront. Obwohl Thuner und Brienzersee dicht beieinander liegen, präsentiert sich die Uferlandschaft des Brienzersees gänzlich anders. Er liegt eingebettet zwischen den Emmentaler und den Berner Alpen.
Der See ist 14 Kilometer lang und an seiner breitesten Stelle 2,6 Kilometer breit. Die maximale Wassertiefe beträgt stolze 260 Meter. Der See wird von der Aare durchflossen. In Brienz steigen wir aus. Das kleine Städtchen ist Startpunkt der Brienz-Rothornbahn, die hinauf bis Rothorn-Kulm in 2244 Meter Höhe fährt. Die Strecke der Zahnradbahn ist um die 7,5 Kilometer lang, für die die schnaufenden Lokomotiven etwa eine Stunde benötigen. Die Maschinen stammen aus 4 Generationen. Die älteste wurde 1892 erbaut, die neueste 1996. Abseits der Hauptstraße liegt Brienz friedlich und still in der hellen Sonne. Statt Bahn zu fahren, bummeln wir durch die ruhigen Sträßchen und entdecken so manches Kleinod. Neben dem Tourismus ist Brienz für seine Holzschnitzkunst bekannt. Die handwerklichen Traditionen gehen auf das Jahr 1816 zurück. Es gibt hier auch eine Schule für Holzbildhauerei, im Übrigen die einzige in der Schweiz. Auf der Rückfahrt nach Interlaken haben wir das Glück, den einzigen Schaufelraddampfer auf dem Brienzer See zu erwischen. Die 1914 von Escher, Wyss und Zieh in Zürich erbaute Lötschberg lässt herrliche Nostalgie aufkommen. Der Salondampfer wurde vor einigen Jahren aufwendig saniert und restauriert. Der letzte Ausflug im Berner Oberland war einer der spektakulären Sorte. Mehrere Seilbahnen bringen einen hinauf auf das Schildhorn. Den Anfang macht die Luftseilbahn von Stechelberg im Lauterbrunnental mit einem Gondelwechsel nach Mürren. In Mürren erfolgt der Umstieg in eine Kabine zur Zwischenstation Birk.
und von Birk aus schließlich beginnt die letzte Etappe hinauf zum Schildhorn. Zeit für einen kleinen Spaziergang in dem beschaulichen Bergdörfchen Mürren. Im Sommer können die Wanderer ein gut ausgebautes Wegenetz benutzen und im Winter locken Skipisten die Touristen in den Ort. Mit überwiegend chinesischen Touristen geht es hier von Mürren aus zunächst hinauf zur Zwischenstation Birk. Eine relativ neue Attraktion ist der Thrill Walk. Die 200 Meter lange Stahlkonstruktion startet an der Terrasse der Zwischenstation Birk. Über Treppen geht es hinab und entlang an den senkrechten Felsen des Bergmassivs. Wer nicht schwindelfrei ist, sollte sich den Thrill besser nicht antun. Stellenweise sind in der Konstruktion Panzerglasplatten eingesetzt. Wer es noch kribbeliger möchte, kann durch einen Stahlnetztunnel kriechen.
Oben an der Bergspitze sehen wir das Ziel für die letzte Seilbahn-Etappe, das markante Gebäude auf dem Gipfel des Schildhorn. Ladies and gentlemen, our trip to the Schildhorn takes 5 minutes. Schildhorn Pistoria is world famous as the film location of the James Bond movie. Or you can go for a short walk to our panorama peaceful view platform. Weltweit bekannt wurde das Schildhorn durch den James-Bond-Film Im Geheimdienst Ihrer Majestät, der 1969 in die Kinos kam. In dem 6. Film der Bond-Reihe hieß der Berg Piz Gloria und so heißt auch heute das Restaurant des Schildhorns. George Lazenby gab den Bond, Diana Rigg spielte das Bond-Girl Tracy und Telly Savalas mimte den Bösewicht Blofeld. Die Filmproduzenten übernahmen später auch die Kosten für den Ausbau des Restaurants. Einige Gegenstände des Interieurs sind heute erhalten geblieben, wie zum Beispiel hier das markante Geländer. Das Drehrestaurant Piz Gloria lädt ein zu einer gemütlichen Rundumfahrt. In einigen Fernsehmonitoren, auf denen man bei der Rundfahrt vorbeikommt, werden die entsprechenden Filmszenen gezeigt. Wer noch nicht genug hat, kann im unteren Bereich des Gebäudes noch ein kleines Bond-Museum besuchen, in dem es überwiegend um die Dreharbeiten vor Ort geht.